Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines Let's Plays. Mein Name ist Neomind und ich spiele heute The Hunter Call of the Wild. Und ich bin auf der Suche nach einem weiteren Fuchs. Wir sind wieder im gleichen Gebiet wie vorher. Also in diesem. Wie hieß es jetzt eigentlich? Name lädt. Ernstdorf. Bereich. Wo wir immer noch nach Spuren eines Fuchses suchen. Und ich mir da mal einfach einen Wegpunkt quer durch die Pampa gesetzt habe. Um. Eventuell nochmal auf einen Fuchs zu stoßen. Und einfach seine Fährte auszulesen. Weil diesmal sollen wir ja gar nicht mehr machen, außer jetzt die dritte Fährte eines Fuchses zu finden. Ich bin ein wenig gespannt. Da vorne sind schon mal Spuren. Wäre jetzt natürlich ziemlich lucky, wenn das einfach mal direkt Fuchsspuren sind. Aber sie sind recht klein. Also entweder ist ein Reh oder ist vielleicht doch ein Fuchs direkt. Das ist ein Fuchs. Warum hat er jetzt nicht gezählt? Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist eindeutig ein Fuchs. Aber es ist schon wieder einer, den ich hatte. Aber das letzte Mal hatte ich doch ein Weibchen. Jetzt bin ich verwirrt. Vor allen Dingen, wo ist er lang? Da wahrscheinlich. Oder? Ah, ich habe ein Ruhegebiet entdeckt. Ja, schön. Aber ich habe keinen Fuchs entdeckt. Wo ist er denn hin? Scheint also der Ursprung der ganzen Geschichte hier zu sein, aber irgendwie komme ich mir ein bisschen veräppelt vor. Aber es ist ja auch offensichtlich ziemlich egal, weil, dieser Fuchs ja mal wieder nicht zählt. Ich verstehe jetzt nicht ganz warum, ob ich das in einem Run machen muss und jetzt eigentlich nur eins von drei habe oder. So richtig klar ist es mir jetzt gerade nicht. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie weit der weg sein könnte. Na, immer noch mal ein bisschen gucken, ob hier nicht irgendwo was rumwuselt. Habe ich jetzt eigentlich ein Gewehr überhaupt für den Fuchs mit dabei? Ja, sieht so aus. Da höre ich etwas stapfen. Ich sehe da auch was. Wiesent. Wer hätte es gedacht? Das sind auch echt nicht wenig. Ich habe ein bisschen Bammel. Weil die können mich ja auch einfach mal umrennen. Aber wo kamen die denn jetzt schon wieder alle her? Mann, 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 diese Wiesens.
Da ist ein Hochstand. Ja, mit dem Fuchs haben wir jetzt auf jeden Fall gesagt, du hier nicht, bitte. Okay, das eine Wiesent habe ich offensichtlich vernichtet. Aber das, nee, die waren ja jetzt gerade direkt auf dem Weg zu mir. Also das wäre nur unangenehm geworden. Ah ja, ich habe es sozusagen zweimal getroffen. Es war wirklich nochmal das Gleiche. Aber wo sie nicht mit einmal aus dem Wald herkamen, ja? Nun ja, ja, der erste war dann, der zweite war dann die Wirbelsäule. Ist halt noch ein paar Meter gekommen, deswegen. Oh shit. Ich glaube, jetzt sind sie gerade wieder weggerannt. Eigentlich wollte ich doch Füchse jagen. Oder eher gesagt, Füchse finden. Wahrscheinlich steht es jetzt einfach gleich direkt vor mir. Gut, nächstes Wiesent. Eigentlich wollte ich doch Füchse jagen. Aber jetzt rennen mir hier die ganze Zeit Wiesens vor die Flinte. Naja. Ist hier diese Gruppe jeweils. Man kann ja wenigstens nochmal ab und an versuchen, hier so einen Fuchs zu callen. Habe ich diesen Punkt da schon? Ja. Also dieser Hochstand da. Ich glaube, ich höre sie schon wieder. Vor allen Dingen langsam habe ich das Gefühl, dass so ein Fuchscaller, nee, so ein, ja, so ein Fuchscaller eher Wiesens anzieht als Füchse. Vielleicht, weil die Mitleid haben mit dem kleinen Hasen, der stirbt. Ja, nun gut. Ich jogge da mal noch mal ein paar Meter. Einfach nur, um von diesen Wiesens wegzukommen. Und vielleicht auch einfach die Position zu wechseln und einen Call von einem hoffentlich weiblichen Fuchs in irgendeiner Form zu kriegen. Ja, irgendwie. Manchmal funktioniert das mit den Calls auch. Baum. Calls auch nicht so richtig. Dass man, also zumindest mit diesen Schreien der Tiere, weil eigentlich hätte ich den jetzt sehen sollen. Ich meine, das war ganz, ganz eindeutig ein Wiesent-Schrei, Brunft, irgendwas, Warnsignal. Bin ich denn noch im Gebiet? Ja, wahrscheinlich. Zur Not wechsle ich dann mal darüber. In der Hoffnung, eventuell eine Antwort von einem Fuchs zu bekommen. Und ansonsten macht der Wandersimulator ja hier auch sehr viel Spaß. Und man bekommt eigentlich immer die Tiere zu sehen, die man eigentlich gerade nicht jagen will. Hm.
Vielleicht hätte ich die Mission doch wechseln sollen, ja? Auf die Visant-Mission. Aber da weiß ich noch nicht mal, ob das hier in dem Gebiet ist oder ob das auch wieder ein anderes Gebiet ist. Ah ja. Man muss die Taschenlampe schon anmachen, damit man das hier sieht. Aber lasst mich raten, das sind Visant-Spuren und das da ist ein Reh. Spannenderweise habe ich natürlich, weil ich im Multiplayer gespielt habe, natürlich nicht meine Caller aktualisiert, sprich das Reh kann ich jetzt gerade nicht callen, weil ich einfach den Caller schlichtweg nicht mit dabei habe. Denke ich zumindest. Weil der jetzt eigentlich auch nicht so schwer wäre, als dass man den nicht mitnehmen könnte. Hm. Ein männliches Reh. Und ein weibliches. Alle beide. Ja, ohne Caller wird das ein bisschen schwierig. Spur untersuchen. Hier runterfallen. Nochmal eine Spur untersuchen. Aber wo Rehe sind, sind ja auch Füchse, habe ich gehört. Oder so. Das hier könnten doch Fuchsspuren sein, oder? Also wirklich? Wirklich? Ich habe jetzt noch eine Fuchsspur gefunden. Und sie wird mir nicht angerechnet. Das ist doch super gemein. Jetzt ging es um eine Losung in dem Fall. Hm. Möge die Jagd beginnen. Gehe nach Bohndorf. Was möchtest du denn jetzt von uns? Erlege einen Fuchs und verwerte ihn. Nichts einfacher wie dies. In welchem Gebiet? Ah ja, da oben. Da war ich noch nicht viel, so wie es aussieht. Die Zeit müsste ja fast noch stimmen, das heißt... Ja, man könnte jetzt auch nochmal probieren, hier auf jeden Fall Füchse zu callen, aber da sieht man auch, dass ich das erste Stückchen der Mission schon geschafft habe. Aber ich würde jetzt nochmal fix meine Gewehre überprüfen, was ich jetzt mit dabei habe. Das ist die 223er, die 243er, also die hier ist für Füchse, die hier für Wildschweine, Rehe, alles was so ein bisschen kleiner ist. Große Tiere sind dann mit der 7mm am Start, hier ist der Bogen, den ich habe. Also waffenmäßig sind wir auf jeden Fall richtig aufgestellt, das ist alles cool. Das Visier, das große habe ich noch und jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen umstellen. Hier habe ich einen neuen Caller, das ist das verletzte Kitz. Das ist für die Bärenjagd und hier habe ich noch einen Rothirsch-Caller mittlerweile. Und den können wir natürlich auch hier gebrauchen. Dafür brauchen wir hier keinen Wapiti-Caller und ja, Wildschweine werden wir jetzt auch nicht treffen, aber ich nehme es einfach trotzdem mal mit, weil... Genau, das heißt, wir haben 19 Kilo mit dabei, das ist alles super, da brauchen wir keinen Ruck. Hier ist erstmal ein Tier durchgelatscht direkt. Ist das direkt ein Fuchs gewesen? Ne, das war ein Reh. So, und weil das alles so einfach ist, muss ich jetzt natürlich nochmal einzeln im Inventar alles umstrukturieren und hier auch nochmal mit neu reinbringen. Das heißt, dieses Rehwild-Ding kommt dahin, Wildschwein kommt... Ach nee, ich mache es immer so ein bisschen nach der Größe der Tiere und die Wahrscheinlichkeit, dass man auf sie trifft. So, Blöck... Für Hirsche ist das Größte, was wir holen können. Geweihrassel ist für Dammwild. Werden wir jetzt hier auch nicht treffen, aber reicht erstmal. So, ja, der Rest sollte passen. Wind steht super doof. Was ich jetzt noch mache, was ich mir jetzt noch fix im Laden hole, sind nicht Duftstoffe, sondern Ausrüstung. Ist das Ausrüstung? Nein, ist es auch nicht. Ah ja, hier der Geruchsreduzierer. Der ist eigentlich immer mal ganz praktisch. Den packen wir uns auch gleich mit ein. Wo ist er? Da ist er zusammengeklappt. Den nehmen wir mit. Und den müssten wir dann auch nochmal einzeln belegen.
Ja, ich würde sagen, also Hirsche werden wir jetzt erstmal nicht so schnell finden. Deswegen kommt es hier auf die 9. Und damit ist alles dabei, was ich haben möchte. So. Auf zur Fuchsjagd. Interessanterweise können wir jetzt Gott sei Dank in die andere Richtung laufen. Habe ich das jetzt richtig gesetzt, wo ich das hinhaben wollte? Eigentlich sollte das da hin. So. 1,2 Kilometer Fußweg. Herzlichen Glückwunsch. Was bist du? Ein Hirsch. Interessiert uns jetzt aber leider gerade nicht. So viel Freude. Endlich hier einen Berg hoch. Ich jogge einfach, weil bringen tut es mir nichts, diesen Berg irgendwie hochzulatschen. Und wenn ich nicht jogge, wird es meistens noch komplizierter. Und oben auf der Bergspitze kann ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eher was sehen, was mir irgendwie von Vorteil, also gebietsmäßig vom Vorteil ist sozusagen. Weil ich dann auch mal ein bisschen über Fläche gucken kann. Weil ihr seht, ich kann hier 30 Meter weit gucken und dann ist Horizont sozusagen, weil es einfach immer weiter stark nach oben geht. Und da will ich lieber oben irgendwo rumstehen, als. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, aber dass er einen hier so in dieses bergige Gebiet schickt, ist schon ein bisschen gemein. Natürlich ein erheblicher Vorteil für die Füchse selbst. Sich hier irgendwo aufzuhalten. Aber so richtig habe ich es jetzt nicht verstanden, was in der anderen Mission da jetzt genau der Trick war. Also, dass ich wirklich eine Losung finden musste, war das Ding. Ich dachte, ich musste eigentlich nur Spuren finden, aber so ist es nun auch okay. Kann ich mitleben. Hauptsache erfüllt. Ja, ist schon ein ganz schön gemeines Gebiet hier. Die Uhrzeit müsste aber noch gut sein für Füchse. Also 18, 19 Uhr ist schon okay. Ja, so ein Call wäre schon schön, aber da vorne haben wir Spuren. Sind wir gespannt. Das sind nochmal Rehspuren. Oh, und Fuchsspuren. Spannend. Wenn wir auch gleich wissen, wann das war. Sehr alt. Naja, gut. Dann probieren wir es einfach mal wieder mit Joggen. Good old Jogging. Ah ja. Also man kann das schon probieren mit dem Hinterherlaufen. Das ist direkt mal ein Ruhegebiet gewesen. Ach, das ist ja interessant. Ich habe da jetzt diese neue Skillung und die scheint irgendwie. Was zeigt die mir eigentlich genau an? Die zeigt jetzt an, wann. Was der letzte Tritt war? Oder warum ist da so ein Pfeil? Ach, da ging das ursprünglich los. Aber irgendwie, so richtig verstehe ich die Pfeile jetzt nicht. Also ich würde ja sagen, wenn der Fuchs nach da gelaufen ist, dann müsste er dann da irgendwo wieder rauskommen. Dann kann es also sein, dass ich, in die entgegengesetzte Richtung gelaufen bin. Spannend. Es bleibt spannend. So, hier die Spur. Also hat er hier sozusagen
Hat der jetzt hier eine Finte gemacht und ist einfach in die andere Richtung weitergelaufen? So wie es aussieht? Sieht so aus, ja. Ah ja. Ist mir jetzt auch gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass hier so ein bisschen auch die Richtung dargestellt wird. Wir callen einfach nochmal. Vielleicht sind wir ja dann auch irgendwann einfach in der Nähe. Oder vielleicht treffen wir auch einfach auf irgendeinen anderen. Kann ja alles gut sein. Aber so haben wir wenigstens erstmal eine Richtung, was ja schon mal viel hilft. Ich meine, es gab ja auch ein paar Folgen, wo ja gar nichts, also wirklich rein gar nichts passiert ist. Um einen drumherum. Er war jetzt auch nicht langsam unterwegs, der Kleine. Also die Kleine. Und kann es sein, dass sie zu zweit unterwegs waren? Oder ist das hier immer noch das Reh? Ne, es scheint immer noch das Reh zu sein. Ach, das Reh ist einfach genau in die andere Richtung gelaufen. Aha, aha. Ist es jetzt... Er hat uns schon wieder verarscht ein bisschen. Sehen wir hier, er ist sowohl die Strecke vor als auch zurückgelaufen. Interessant. Sehr, sehr interessant. Das ist jetzt wieder die andere Richtung. Also der Herr Fuchs hier könnte da oben sein. Herr Dame Fuchs sozusagen. Was ist eigentlich die weibliche Form von einem Fuchs? Füchsin? Oder gibt es da auch so eine Spezialbezeichnung wie Reh oder Rehbock? Ist halt spannend. Kommt er noch über die Kuppe drüber oder bin ich wieder... Na, ich gehe, glaube ich, das Risiko ein und stelle mich da vorne einfach hin. Er war auch nicht langsam unterwegs. Also, auch wenn er eben gerade da oben gecallt hat, langsam ist auf jeden Fall anders und nicht trabend, so wie es da steht. Also... Nochmal kurz überprüfen, nicht, dass wir hier aus dem Gebiet rauslaufen. Mhm, mhm, mhm. Ist immer noch ein Brunftschrei, kein Warnschrei. Und jetzt versuche ich auch, den so ein bisschen aus dem Wind rauszudrehen, dass ich so ein bisschen südlich von ihm komme. Also richtig viel mit Übersicht ist hier jetzt nicht.
Ja, ist gar nicht so weit weg. Da ist auf jeden Fall was plattgetretenes. Gucken, ob wir die Dame gelockt bekommen. Na. Das ist jetzt aber schon ein paar Meter weg. Vor allen Dingen ist es halt interessant, dass man wirklich durch den Berg halt sozusagen durchgucken kann. Das kann man sich halt ziemlich gut zunutze machen, da der Ton halt wirklich auf der Höhe des Tiers sozusagen entsteht. Und ja. In diesem Sinne, ihr habt das auch gehört. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.